Was passiert, wenn wir rausgehen und uns umschauen? Das ist keine Welt mehr, in der alle teilen und gut zueinander sind. Die einzige Möglichkeit, ein wildes Tier zu kontrollieren, ist, selbst noch wilder zu sein. Sagen wir so, ich renne nicht davon. Wir müssen die wildesten Tiere sein, die es da draußen gibt. Wladimir riskiert einen Blick über den Zaun, der das Fabrikgelände umgibt. Die Luft ist rein. Die Gruppe wagt sich nach draußen. Eine letzte Anweisung. Nach einer Katastrophe sind Hilfsgüter und Lebensmittel Mangelware und heiß umkämpft. Als Teil des Experiments wurden lebenswichtige Güter in den umliegenden Straßen deponiert. Doch ganz so leicht wird es den Kolonisten nicht gemacht. Wie im Realfall halten sich Angreifer bereit, die sie bedrohen und ihnen so viel wie möglich abjagen sollen. Dabei dürfen sie natürlich niemanden verletzen, aber das weiß die Gruppe nicht. Joey und Wladimir sondieren das Gelände. Hey, hier sind zwei Ziegen. Ein Gaskocher. Sonst noch was? Dörrfleisch. Achtung, da hinten! Fallen lassen, oder ich schieße. Jetzt wird es eng. Joey bläst zum Rückzug. Er fürchtet, dass die beiden Männer wiederkommen und Verstärkung mitbringen. Beeilt euch, da sind sie wieder. Die Kolonisten wollen nichts zurücklassen. Schon gar nicht die Ziegen. Aber sie müssen sich beeilen. Nehmt, was ihr habt, und kommt! Ich werde mich nicht verstecken. Ich gehe nicht in die Defensive. Ich verkrieche mich nicht in einem Rattenloch und hoffe, dass niemand draußen ist, wenn ich den Kopf rausstrecke. Ich will die Katze sein, nicht die Ratte. Geiles Motorrad! Gefällt mir! Das will ich haben! Das will ich haben! Die Kerle sind skrupelloser als wir. Da draußen gibt's Dinge, die jeder haben will. Das führt zu Konflikten. Meine Schlussfolgerung: Wir müssen hier raus. Bringen wir alles rein. Mach das Tor auf! Komm schon! Ach du Scheiße. Das war ein voller Erfolg. Wir haben Obst gefunden und Gemüse. Propolis. Getrocknete Aprikosen. Wir haben ein Zelt geplündert, das zwei Männern gehört hat. Die müssen genauso zurechtkommen wie wir. Zwei von uns sind hin und haben alles mitgehen lassen. Zwei Zuchttomaten. Damit habe ich wirklich ein Problem. Ich weiß, wie dringend wir die Sachen brauchen, aber wir haben die anderen brutal beklaut. In extremen Situationen macht man Dinge, die man sonst nicht tut. Zum Beispiel stehlen. Wir haben sogar frisches Ziegenfleisch. Du willst die Ziegen schlachten? Wenn es nicht anders geht, ja. Wir haben die Ziegen hergebracht, können Milch haben und Käse machen. Das sind Proteine. Die fehlen uns, denn wir haben nicht viel gegessen.
Will ich Milch und Käse? Die Tiere sind niedlich, aber auch köstlich. Wir haben auch Klamotten, Leute. Und zwei Handtücher. Das ist ziemlich sauber. Manches waren Schätze, manches Schrott. Noch ein blaues Shirt. Eigentlich war alles Schrott. Wir haben ein armseliges Zelt geplündert und nur Mist mitgebracht. Was für ein toller Tag. Lauter tolle Sachen. Ich will hier nur weg.